Ja, wir sind heute beim ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Löwenzahn in Frankfurt und das ist mein Herzensprojekt. Ich habe ja auch noch was Schönes dabei und das würde ich euch gerne übergeben. Ja, vielen Dank. Was macht der Kinder- und Jugendhospizdienst Löwenzahn? Wir koordinieren und verbinden betroffene Familien mit ehrenamtlichen Helfern. Sobald die Diagnose eines Kindes mit einer lebensverkürzenden Krankheit getroffen wurde, ist es so, dass dieses Kind Anspruch auf eine hospizliche Begleitung hat. Und so gesehen kann man sagen, wir sind nicht unbedingt wie im Erwachsenenhospiz die Begleitung, wenn es in die letzte Lebensphase geht, sondern wir sehen uns eher als Lebensbegleitung. Denn es kann sein, dass wir ein Kind jahrelang in der Betreuung haben, in der Begleitung haben, was wunderbar ist. Spenden sind sehr wichtig für uns, deshalb auch vielen Dank an Sie für Ihre Spende und die Initiative. Das ist ganz großartig. Wir setzen die Spenden ein, um halt so Ehrenamtskurse durchführen zu können, damit wir die Ehrenamtlichen dann in die Familien koordinieren. Diese ganze Koordination wird auch mit Spenden finanziert, denn man muss wissen, in dieser hospizlichen Arbeit werden ungefähr bis zu 30% von der Krankenkasse getragen, aber der Rest wird alles über Spenden finanziert. Ja, also bin ja auf euch aufmerksam geworden, tatsächlich einfach durch eine Google-Recherche. Hat allerdings so eine kleine Vorgeschichte. Und zwar war ich bei der Schwester von meiner Freundin und die arbeitet ehrenamtlich im Kinderhospizdienst. Dadurch ist das Thema tatsächlich das erste Mal bei mir aufgekommen. Und dann dachte ich, okay, da ich dann natürlich auch mitbekommen habe, dass er hauptsächlich von Spenden lebt, das wäre doch ein guter Weg, das ist ein guter Vorschlag. Und jetzt sitzen wir hier.